Es wird Zeit, Freunde, dem fliegenden Titan mal einen richtig schönen Arschtritt zu geben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wusste, dass ihr wieder einschalten werdet, denn es wird heute richtig spannend werden. Entweder kommt das Szenario, dass ich richtig verliere, das ist das, was ihr bestimmt sehen wollt, oder es kommt das Szenario, dass ich den beim ersten Mal platt machen werde. Wir werden es sehen. Also auf jeden Fall mein Zeigefinger ist schon mal auf der L2-Taste drauf, dass ich schön die ganze Zeit das spammen kann. Mal gucken, ob es genauso gut klappt wie beim ersten Titan. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall, denke ich mal, genügend Punkte und Ringe zusammen, damit ich den halt sehr gut platt machen kann. Ich bin sehr gespannt, wie der aufgebaut ist, der Kampf, weil es wird ja jetzt ein reiner Luftkampf. Und, oh, stellt euch mal vor, wir werden, oh, mir kommt gerade was in den Kopf. Und zwar, der erste Titan ist ja so, der auf dem Boden gekämpft hat, so richtig so übertrieben und halt, ja, der war so als für die Erde sozusagen gedacht. Und der hier ist jetzt halt für Luft und so weiter, also für das Element Luft. Und stellt euch mal vor, der dritte Titan wird so für Wasser oder so zuständig sein und der vierte ist dann halt Lava. Das wäre übelst nice, wenn so halt die vier Elemente irgendwie was zu tun hätten damit. Das würde ich echt, oh, das würde ich feiern. Würdet ihr das auch feiern? Also ich sag ganz ehrlich, ja, knallhart. Also wenn das passieren würde, so dass die Elemente dann halt noch so eine Rolle spielen, das würde ich echt feiern. Das muss ich wieder hinlatschen zu dem. Was war das denn gerade? War das gerade so ein Wächter oder was? So. Mach dich bereit, Titan. Geile Arena. Da kommt er. Wyvern. Aber so spricht man das aus. Fange Wyvern. Sonic ist noch nicht stark genug, um Wyvern zu besiegen. Werde zu Super Sonic, um Wyvern zu besiegen. Erreiche ihn dazu von einem hohen Ort aus mit einem Verfolgungsangriff. Ihr seht aber nicht, wo ist der letzte Emerald? Es ist halt jetzt die Frage, ob ich ihn jetzt besiegen kann oder nicht. Nicht, wenn es so ist. Oh, Sonic. Was war das denn gerade? Du solltest doch einfach nur darauf. Er ist irgendwie gerade da voll komisch. Schon wieder rutscht er ab. Warum rutschst du ab? Warum rutscht er ab? Ich wollte jetzt einen epischen Kampf haben und nicht hier irgendwie so eine Scheiße. Warte mal, wir machen es anders. Ich wollte jetzt hier einen richtig epischen Kampf haben. Und ich kriege keinen. So. Na, warte, du komisches Luftding-Viech, ey. Die Musik ist aber schon übelst episch. War einfach mal ein Dr. Eggman-Ding. Wo muss ich hin? Achso. Okay. Ich muss einfach gerade nur springen. So, hier kriege ich nochmal Ringe. Ich bin aber noch nicht stark genug. Boah, ist das Ding episch! Ich bin am falschen Turm, kann das sein? Ja, ich bin am falschen Turm. Muss zu dem Turm da hinten hin. Aber nicht, dass der hierher kommt, oder? Ja, ich muss zu dem anderen Turm. Ja, ich bin am falschen Turm. Hm.
Ja gut, der hat mich... Ich glaube, ich muss da später hin. Also diesen Turm, den ich ja gerade gesehen habe, also wo ich gerade drauf bin, war wirklich halt für später. Und meine Herren, ich habe keine Zeit. Ich muss euren Boss platt machen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Da bin ich, mein Freund. Kommst du wieder? Jetzt kommt er. Sieht schon episch aus. So. Wir sind auf ihm drauf. Das ist der... Ah. Ich denke mal, der hat den Emerald in seinem Maul, oder? Okay. Habe ich jetzt verloren? Nee. Was ist... Das ist richtig episch. Da haben sie sich was richtig Cooles einverlassen. Ist wirklich so wie dieses fliegende Viech, was wir da schon mal gesehen haben. Ah, verdammt. Richtig cool. Wow. Auf der Bahn bleiben. Zack. Wow. Rück den Emerald raus. Oh nein, nein, ich verliere zu viel. Ich verliere zu viele Ringe. Ich darf nicht zu viele Ringe verlieren. Das ist aber richtig. Es ist episch. Kann man nicht anders sagen. Was macht der hier mit einem? Nein, ich Idiot, einmal zu viel. Ja, der führt uns jetzt anscheinend durch diese ganze Insel, oder? Wow. Konnte ich jetzt gerade auf ihn raufspringen? Ich weiß es nicht. Boah, mein Husten. Bleib stehen. Und rück den Emerald raus. Da kann ich auch schon auf ihn raufspringen. Hier noch nicht. Ich trau mich noch nicht jetzt. Meiner. So, du dumme Sau. Jetzt machen wir dich platt. Und wir werden zu Super Sonic. Jetzt kommt wieder die geile Titanmusik. Super Sonic nimmt keinen Schaden, aber im Verlauf des Kampfes gegen Ringe verloren. Machen wir. Komm her. Alter, die Musik. Warte mal. Merk mal, Ringe. Au. Au, 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 au. Ich brauch die Ringe. Oh, die Musik ist so geil. Wow. Okay, ich muss sie erstmal lernen. Kann die nicht angreifen? Kann die jetzt gerade nicht angreifen? Okay. Ich kann doch bestimmt. Jawohl. Wusste ich's doch. Es funktioniert. Abgewehrt. Ich kann auf jeden Fall aber auch seine Raketen auf ihn zurückwerfen. Na komm, Raketen. Rakete Nummer 1 und ich muss die Ringe holen.
Und dadurch, dass ich ihn erwische mit den Raketen, komme ich schneller wieder zu ihm hin. Vergiss es. Das Problem ist aber, ich mache ihm kein nicht viel Schaden. Jetzt aber. Das war gut. Jawohl. Vergiss es. Komm. Ah, Mist, ich habe jetzt sowieso seine erste Phase erreicht. Nee, oh. Super geiler, super Angriff. Denn das. Oh, nice. Oh, er hat richtig viel Schaden kassiert. Ich muss wieder Ringe sammeln. Ah, ist er dumm? Ich habe Ringe gesammelt. Ich brauche Ringe, ich brauche Ringe, ich brauche Ringe. Aber mega cool gemacht. Ach, Mann. Ah, du Sau. Na, warte. Nimm das zurück. Kann man es ja wirklich mal sagen. Vergiss es. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade einsetze, aber irgendwie mache ich gerade übelst krassen Schaden. Nein, ich wollte gerade abwehren. Ah, fuck. Hat die Taste gedrückt. Obwohl das Abwehren ja nicht schwer ist. Ah, verdammt. Gut, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Dann hole ich mir noch ein paar Ringe. Mann, die Musik ist so gut. Das zurück, mein Freund. Na komm. Du dumme Sau. Oh, zweite Phase anscheinend. Jawohl. Seine zweite Phase, genau wie bei dem ersten Giganten. Oha. Okay, das ist eine krasse Attacke. Schrei mich nicht an. Die Musik ist anders, kann das sein? Die ist nämlich noch epischer als beim ersten Boardfight. Denn das. Vergiss es. Boah! Zwei Angriffe. Er hat zwei Angriffe gerade irgendwie gemacht. Zwei Angriffe auf einen Schlag gemacht, das war nicht so toll. Irgendwo so kommen die Raketen. Eins. Gut, ich muss also zweimal abwehren. Gut, für mich. Ach nee, warte mal. Er wehrt einmal an, er greift einmal an. Dann macht das nochmal. Gut, du Sau. Jetzt hab ich gerade getroffen. Ich brauche Ringe wieder. Ich krieg gerade keine Ringe. Zurück zum Absender, mein Freund. So. So. Ein paar Kugeln noch dazu. Oh, du komme Sau. So, das kriegst du jetzt auch noch ab, mein Freund. Jawohl, epischer Angriff. Bam. Die Musik ist geil, die finde ich so nice. Oh, oh. Lass das, nimm das zurück. Oh, nice.
Der hat richtig kassiert. Nochmal ein paar Energiekugeln. Letzte Phase. Mach ihn fertig, Sonic. Jawoll. Na warte, Power-Up! Na, no, kannst du nicht mehr, mein Kleiner. Oh, jetzt wirst du fertig gemacht. Ist das hammergeil, das ist so episch! Alter, ich krieg... Oh, ich bin grad sogar ein. Na, nicht hier zubeißen wollen, ja? Lass das mal. Und wohl bekommt's! Das war's. Fade, episch? Not bad. Things would have been over faster if I'd been Super Knuckles. You did all right. Yeah, you keep telling yourself that. I've got one more Titan bot to go. Hopefully I'll find Tails, too. I'm worried about him. He'll be all right. Now hurry up and save the day already. Aber so richtig gerettet haben wir jetzt Knuckles nicht. Genau wie bei Amy. Aris Island erobert. Nice. 68%, genauso wie bei der ersten Insel. Gut. Ah, oh, das war episch. Jetzt kommen wir in die nächste Insel. Wieder Krieg. Aber anscheinend aktiver Krieg zu sein. Nö, sind nur die Titanen. Oder die. Ah, er hat wieder alle verloren. Wo sind wir denn jetzt? Okay, die Insel scheint hier wirklich im Arsch zu sein. Er hat auch die ganze Zeit Kopfschmerzen. Aber ich will mich hier eigentlich noch nicht umgucken, was ich aber gerade schon wieder mache. Wieder neue Mechanik hier. Aha. K56. Ah, hier muss ich irgendwie Tetris spielen oder was? Ah, ich muss das nachbauen. Aber wie kann ich das bewegen? Ah. Tatsache, wir spielen einfach echt Tetris. Gut, ist kein schweres Rätsel, das machen wir noch ganz kurz. Perfekt. Eine neue Insel erwartet uns. Chaos Island. Ah. Okay. Die letzte Insel ist also die Heimat des Chaos-Volks. Aha. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber Leute, das werden wir uns wirklich
erst später alles komplett angucken, denn wir gehen jetzt erstmal nochmal auf die alte Insel wieder zurück. Oh, was ist denn das da oben? Ist das der Titan? Nee, das ist zu klein für einen Titan. Da bin ich ja mal gespannt. Wir gehen erstmal ganz kurz nochmal zurück in die andere Insel. Also hier auf Aris Island. Und die andere Insel, also die Chaos-Insel, die gucken wir uns dann auch später an. Oh, es kommen aber noch zwei. Guck mal, wir haben jetzt erst Insel 3 und es gibt 5 Inseln insgesamt. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich richtig gespannt. Wirklich. Na gut, Leute, dann sage ich jetzt mal Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Part von Sonic Frontiers. Verpasst bloß nichts. Ihr dürft nichts verpassen. Es ist wirklich weiterhin sehr spannend hier. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschüss!